Ja, da waren gerade vielleicht möglicherweise zwei Quellen aktiv. Willkommen zurück zu Spiel 467 in dieser Game Boy Frenzy Challenge namens DuckTales 2. Man könnte fast meinen, es wäre der Nachfolger von DuckTales 1 und man möchte recht haben. Ich habe keine spezielle Beziehung zu dem Game. Ich habe DuckTales 1 geliebt. Ich habe das als Kind auswendig gekannt. Aber DuckTales 2 ging komplett an mir vorbei. Ich verstehe das nicht manchmal. Also das sind so Geschichten, kann ich mir nicht erklären. Ich habe das logischerweise dann irgendwann mal nachgeholt und muss sagen, objektiv gesehen ist das, glaube ich, das bessere Game, aber durch die Nostalgie bedingt mag ich halt den ersten Teil sehr. Aber der Teil hier ist auch sehr, sehr gut. Danke für den Ohrwurm, sehr gerne. Dein Betondödel. Ja, es gibt eine sogenannte Story, die ich jetzt nicht ganz mitbekommen habe, deswegen starte ich jetzt hier nochmal neu und gucke mal, wann das wieder anfängt. DuckTales 2 habe ich als Bub mal zu Weihnachten bekommen, zusammen mit Escape from Camp Deadly. Uncle Scrooge, Uncle Scrooge! Huey, what happened? Das sind Tick, Tick, Trick und Track. I found this piece of paper in the basement. It looks like part of a treasure map. Look, it talks about the secret treasure of Mac Duck. It looks like the real map, alright. But where are the rest of the pieces? Great, great Uncle Fergus pieces and hidden them all over the world. Well, spit on my spats, I'll bet you're right. We are off on a treasure hunt. Okay, das war's. Treasure Hunt. Ey, DuckTales 2 zusammen mit Escape from Camp Deadly ist schon auch eine geile Kombination, also eine geile Kombo. Aber klar, das war sicherlich was sehr Besonderes. Also, wieder objektiv gesehen ist natürlich dieses Spiel dann wahrscheinlich das bessere gewesen. Gibt's eigentlich auch deutsche Sprache zur Gameboy-Version auf NES schon? Kann sein. Also es gibt ja manchmal solche, ja, Translation-Patches, aber die würde ich hier im Rahmen der Challenge auch gar nicht anwenden, weil ich die Spiele ja so spielen will, wie sie damals verfügbar waren. Und ja, aber könnte ich mir gut vorstellen, dass es da vielleicht Patches gibt, aber habe ich mich nicht informiert vorher. Ja. Es geht darum, einen Schatz zu finden. Und man hat in diesem Spiel ein, ja, man kann sagen, Good und ein Bad Ending. Und zwar kann man das Spiel abschließen, ohne den Schatz zu finden. Und dann gilt das auch als durchgespielt. Aber, das machen wir nicht. Wir suchen den Schatz. Ach so, offiziell. Nee, Sprachauswahl gibt's hier nicht. Es gibt manchmal Spiele, die haben das, aber bei dem Game ist es nicht dabei. Gibt sogar drei Enden? Okay. Welche? Also klar, wenn man... kannst du ihn kurz beschreiben? Ja, ohne Karte, komplette Karte und Pleite. Achso, okay. Pleite. Stimmt, okay. Wusste ich jetzt nicht, dass es da komplettes, ein eigenes Ending für gibt. Ich weiß, dass es da immer so Retro-Achievements für gibt. Na gut, Pleite gehen wir nicht. Ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht, oder? Aber wir machen mit kompletter Karte. Okay, wir das... Okay. Ja, interessant. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie da auch ein eigenes Ending für gemacht haben. Ich habe Escape from Camp Deadly gehasst. Aber das Cover sah damals vielversprechend aus. Und zwar Simpsons, ja. Ja, Camp Deadly ist auch schwer zu ertragen. Ja, wir holen das komplette Karteende. Und dafür muss man ein paar extra Meilen gehen, aber es ist jetzt nicht klassisch schwer. Mal gucken. Ja. Wir haben aber einen Schwierigkeitsgrad-Auswahl.
Der Default steht auf Normal. Wir spielen auf Normal. Ich weiß auch mal wieder nicht, was Easy und Difficult. Ich vermute, es wird wie beim ersten Teil sein, dass man der Schaden, den man bekommt, dass der unterschiedlich ist. Bei Easy, das ist ja, da kriegst du ja fast gar keinen Schaden. Ja. Das, also ich sag mal, wer DuckTales auf Easy irgendwie nicht da, also der will es auch gar nicht durchspielen. So, Normal. Where to, Uncle Scrooge? Ja, wir haben ähnlich wie im ersten Teil, haben wir die Möglichkeit, die Level in einer beliebigen Reihenfolge zu spielen. Allerdings ist es so, dass man, glaube ich, manche Kartenteile nicht sammeln kann, bevor man nicht die Fähigkeiten in einem anderen Level geholt hat. Es ist so ein kleines Metroidvania. Nee, eigentlich nicht, aber ja, man kann so Fähigkeiten finden, mit denen man dann eben gewisse Dinge anders machen kann in Levels, sie es ein bisschen leichter machen kann in den Levels. Yo, Part Out, Prost! Vielen Dank, dass ich trinken darf, weil ich schmelze auch, ey. Ja, Mega Action Hans hat den ersten Teil auf dem Game Boy das erste Level geschafft. Und seitdem kriegt er alle Frauen, es ist wirklich so. Deswegen sieht man ihn auch so selten streamen, weil er immer nur mit Frauen abhängt gerade. Das ist schlimm, ey, wirklich. Genau wie im ersten Teil gibt es auch hier die Möglichkeit, wie nennt man die eigentlich, so Powersterne zu finden. Und diese Powersterne geben einem ein dauerhaftes Upgrade auf seine Lebensleiste. Das heißt, es macht natürlich Sinn, diese Level als erstes zu machen. Ich habe mir gerade ein Dark and Stormy gemacht. Was ist denn ein Dark and Stormy? Es könnte ein Kaffee sein. Es könnte aber auch ein Longdrink sein. Der Frauenhofer. Rum mit Gingerbier. Stelle ich mir geschmacklich schwierig vor. Also für mich persönlich. Aber das Schöne an den Temperaturen, ich habe das vorhin als negativen Punkt angemerkt, ist ja, dass man ja gar nicht viel braucht, um so ein leichtes Sitzen zu haben. Das ist bei den Temperaturen vielleicht gar nicht das Schlimmste. Gerade meine Klimaanlage angestellt, ein Ventilator und ein Eisblock. Ein Eisblock? Wo hast du den her? So eine Kühltruhe? Ja, es kommt halt, die Menge macht das Gift, ne? Man kennt das ja. Wir fangen in Ägypten an. You have to figure out the secret of the pyramid to get the treasure of the Nile. Ey, das ist ja wie eben bei einem Babsi mit dem Nile. There is an ancient tale told of a treasure called King Khufu's knife, but no one has ever laid eyes on it. Do you want to go there, Uncle Scrooge? Yes. Hier mache ich wieder ein bisschen lauter. Dieses Spiel hat Retro-Achievements, by the way, deswegen spielen wir auf dem Emulator. Aber ich weiß nicht, was man dafür tun muss. Deswegen, wir gucken einfach mal, was wir alles kriegen. Ja, einer geht, genau. Jeder Kaffee ist ein Longdrink. Im Gefrierschrank einfach nur eine Dose mit Wasser gefroren. Ja, gut. Ich habe gerade vorgestellt, dass es so ein riesen Eisblock ist. Wäre auch cool, aber schwer zu managen. Ich habe gerade einen Tee gemacht. Schön warm. Let's go. Das hier sind keine Abgründe hier, sondern das, da kann man wieder raus. Das kennt man ja aus Ägypten. Und grundsätzlich ist das Gameplay eigentlich sehr ähnlich, wenn nicht sogar identisch zum ersten Teil. Man sieht das da oben, ja. Man hat eine Punktzahl bzw. eine Anzahl von Geld. Man hat zwei Leben. Tatsächlich hat man jetzt so in diesem Zustand, in dem ich gerade bin, keine Continues. Die muss man sich kaufen. Und ja, wir haben 3 Hitpoints und kein Zeitlimit. Wenn ich aber Start drücke, sieht man hier, dass es auch noch Power-Items gibt. Und hier unten kann ich Items selektieren. Wir haben gerade keine, wie gesagt, die muss man kaufen. Und die Power-Items sind so permanente Upgrades. Ich bin fast immer Tee, egal ob Sommer oder Winter. Der ist ja eigentlich gar nicht mal so dumm, irgendwie so lauwarme Getränke zu trinken, wenn es halt warm ist. Yo, Tara! Herzlich willkommen. Schönen Samstag. Bei etwa 1 Liter. Braucht eine Weile zum Schmelzen. Ja, es ist auf jeden Fall eine gute Sache,
nicht irgendwas Kaltes, sei es jetzt so ein Waschlappen oder was, irgendwas vor den Ventilator zu hängen. Was wir aber auch aus dem ersten Teil übernommen wurde, sind die Frame Drops oder beziehungsweise die Slowdowns, die Lags. Die sind hier auch extrem. Hier, man sieht das schon, der Boden ist ein bisschen anders vor mir. Deswegen falle ich jetzt hier runter. Und wie im ersten Teil gibt es hier auch hier... Komme ich eigentlich hin? Nee, ne? Huey und so, also Tick, Trick und Track, die mir irgendwelche Tipps geben. How's it going, Uncle Scrooge? There sure are a lot of traps here. Better be careful. Danke für den Hinweis. Ja, manchmal hat man solche Items. Follow the signpost to get to the secret treasure. Ja, danke. Und wie gesagt, Geld hat hier eine Bewandtnis. Außer eine Highscore, und zwar eben, man kann sich Items kaufen damit oder auch extra Leben. Das ist ziemlich cool. Es ist aber auch häufig ein bisschen, die Level sind ein bisschen komplexer, würde ich sagen. Zum Beispiel hier kann man jetzt einfach hier unten durch. Manchmal muss man das machen, um eben Map-Teile zu finden oder so. There's something written on this wall. Let's see. Also, die 3 ist 2, 1 ist 4, 2 ist 1. Das merken wir uns gerade mal, ja? Das ist wichtig, wenn wir das nicht wissen. What's that supposed to mean? Ja, das ist die Lösung zu einem Puzzle. Das wir gleich lösen müssen. A Launchpad here. Should I pick you up, Uncle Scrooge? No. Man kann über entweder diese Walkie-Talkies oder wenn man direkt mit dem Typ spricht, kann man sich aus dem Level teleportieren lassen. Das kann Sinn ergeben. Für mich macht das in dem Playthrough wahrscheinlich keinen Sinn. Shit. What? Okay, ich sag's, wie es ist. Ich sag's, wie es ist. Da brauche ich nicht weiterspielen. Hat die Gamer-Version wieder anderes Level-Design wie die NES? Das weiß ich nicht. Ich kenne die NES-Version nicht, aber ich würde mal behaupten, ja. Das war böse. Warum hat er sich genau in dem Moment bewegt, wo ich dahin wollte? Das war frech. So, jetzt haben wir unser Leben quasi wieder. Wenn ich eh von vorne anfangen muss, dann brauche ich auch jetzt hier nicht weitermachen im ersten Level. Weil er es konnte, ey. Richtig frech. Da waren ja auch noch Slowdowns. Die NES-Version habe ich erst vor ein paar Wochen durchgespielt. Mal sehen, wie sehr es hier abweicht. Ja, auf jeden Fall, ey. Das, ich finde es auch... Also ich persönlich finde, dass wenn man die Gameboy-Version vom ersten Teil gespielt hat, dann lohnt sich das definitiv, die NES-Version auch noch zu spielen. Ja. Also ich fand das sehr cool, die NES-Version danach zu spielen. Also die Reihenfolge wahrscheinlich dann egal, aber ja. Bin gespannt, was dein Urteil am Ende ist. Wenn wir überhaupt durchkommen. Das scheint ja hier richtig schwer zu werden. So, den Code, wir erinnern uns, den hole ich jetzt nicht nochmal. So, und schon sind wir wieder hier. Das ging ja schnell. So. Also man darf ja Fehler machen. Aber zweimal machen bitte nicht, ja? Man muss draus lernen und es jetzt einfach besser machen. Easy. First try. So, und hier ist dieses ominöse Rätsel. Der hat uns nämlich gesagt, wie häufig wir auf welcher Zahl pogoen müssen und in welcher Reihenfolge. Ja, also wir müssen zweimal auf die 3, viermal auf die 1. Und einmal auf die 2. The Legacy of the Garbled One Pocket Edition. Okay. Kaizo Dark Tales Vibes. Ja, so schwer ist es nicht. Hoffe ich.
You found a piece of the map. Ja, es gibt 6 Teile von der Map und wenn man die alle hat, dann kommt man in so eine... Nee, 5. 5. Glaube ich sind's. Dann kommt man in so eine Spezialstage, wo man einen Spezial-Treasure finden kann. Und wenn man den hat, dann bekommt man ein besonderes Ending. Und das möchte ich gerne erreichen. Shit! Easy. Ne, ich will hier nicht raus. Ich will, also ich habe hier noch einiges zu holen in der Stage. Und zwar den Powerstern und den Schatz, den man ja auch braucht. Also wir müssen den Boss ja natürlich auch noch töten. Oh, ey, manche Passagen sind schon nicht so einfach. Vor allem mit den Slowdowns. Ganz schlimm manchmal. Die Mucke ist nice. Ja, auf jeden Fall. Gut, dass du es erwähnst. Das hätte ich auch noch dazu sagen sollen. Vielleicht, mir gefällt die sehr gut. Und sie ist ja auch in jeder Stage anders. Ja, das ist nicht wie bei, Tarzan zum Beispiel. Ja, hier auch speziell X-Ray Vision. You found some X-Ray Glasses. Now you can see where all the hidden items are. Das gilt aber nur für die Stage, in der wir gerade sind. Das ist kein permanentes Upgrade. Aber es ist ganz nett zu haben. Ja, ich finde auch, das geht nicht auf die Nerven oder so, ne? Hier ist dieser, wie heißt der im Deutschen, ey? Ich weiß schon gar nicht mehr. Der Bruchpilot, der könnte mich jetzt hier aus der Stage wieder in die Overworld holen, aber das brauche ich nicht. Aber wir können trotzdem mal mit denen wenigstens reden, wenn wir sie sehen. There's something written on this wall. The one who sees light of the sun will find the way. This must be to get the treasure. Qua. Qua. Quack. Okay, ist nochmal ein Gegner. Shit. Was? Okay. Ich kenne das nur. Das flackert jetzt da oben so. Weil das ein versteckter Treasure ist, den ich jetzt nur sehe wegen meinen X-Ray Glasses. Quacks der Bruchpilot. Ah. Hans der Bruchpilot, ja. So, wir müssen aber da hoch und der Gegner nervt ein bisschen. Deswegen lassen wir uns hier alle Zeit der Welt. Wir haben es nicht eilig. Und Geld, ja, Geld. Nehmen wir mit, wenn's eh darum. Oh nein, es kommt ja von da drüben. Was soll das denn? Dann geh ich ja hoch. Nicht für Darkwing Duck gearbeitet? Keine Ahnung. Bei der Lore kenne ich mich gar nicht aus, leider. Hier oben, das ist jetzt quasi die Spitze der Pyramide. Zumindest fast. Hier ist eigentlich nur ein Gegner und sonst nichts. Und man denkt sich, okay, ist irgendwie Sackgasse. Aber nein. Hier gibt es ein Versteck. Das zeige ich euch sehr gerne. Ich stehe schon genau drunter, aber ich muss gucken, dass der Gegner in der richtigen Position ist. Wenn ich das nicht schaffe, so wie jetzt, dann muss ich den Raum resetten. Aber wir haben ja zum Glück endlich mal kein Zeitlimit. Und haben mal ein bisschen Zeit für uns. Das ist aber auch ein fieses Versteck, finde ich, hier oben. Weil man sieht das ja wirklich gar nicht, dass da was ist. Aber wenn man hier oben ist, dann gibt es den Stern. Wir haben jetzt 4 Hitpoints, denn... This will give you a little bit more energy. So ist es. Ja, das ist wirklich mal entspannt. Also generell finde ich Plattformer, die kein Zeitlimit haben, grundsätzlich mal entspannt. Oder entspannter. Entenhausen war das Revier der Ducks und St. Erpelsburg und andere... Moment. Entenhausen war das Revier der Ducks und St. Erpelsburg eine andere Stadt in dem Universum des Darkwing Ducks Revier.
Bug ist ja später wohl hin ausgewandert, wenn man die Story so interpretiert. Okay. Ja, von den Timelines, ey, ich komme da gar nicht mit. Aber nice to know. Ja, wir haben hier ein Leben. Das nehme ich mit. Zeitlimit ist nur was für Rennspiele. Ja, nicht mal das. Ich meine, es gibt ja auch Rennspiele, wo du dann von Checkpoint zu Checkpoint, ne, so Ridge Racer und so. Das mag ich auch nicht. Ich meine, klar, dass du die Zeit aufnimmst, registrierst für Rennspiele oder sonstiges. Ja, cool. Aber zähl doch bitte die Zeit nicht runter. Yo, Blowfish Fugu. Freunde des Montezuma mit Enten. Ja, aber das ist zum Glück nur hier die erste Stage mit Ägypten. Danach müssen wir das nicht mehr ertragen. Ja, so Arcade Racer. Ich meine, ja, es hat seinen Reiz so ein bisschen, ne? Aber ich brauche das nicht immer. Ja, hier gibt es so eine Information, wie viel Treasure Boxes noch, man noch offen hat. Ich denke, das ist am Ende nur relevant, wenn man irgendwie das Achievement Set mastern möchte. Ja, Outrun, ja. Ey, ich tue mir da auch schwer mit. Bin dann immer so unter Druck. Ups. Ich meine, offensichtlich mag ich ja nicht mal einen Timer in meinem Stream. Da fängt's ja schon an. Oder da hört's ja schon auf. So, wir haben alles aus der Stage geholt, was ich möchte. Außer den Schatz, den holen wir jetzt. Wir müssen den Boss töten. Okay, oder er tötet mich. Das ist auch immer eine Möglichkeit, die ich mir offen lasse. Aber das ist der einfachste Boss, möchte ich auch nur dazu sagen. Bin ich. Egypt Pocket Edition. Sind das die gleichen Achievements wie auf dem NES und deswegen heißen die jeweils Pocket Edition? Outrun 2 gehörte für mich zu einem der spaßigsten Spiele, die ich immer wieder raushole. Ich glaube, solche Spiele machen mir auch Spaß, wenn ich nicht unbedingt mir auferlege, sie durchspielen zu wollen. Ja, wir haben jetzt, also mit einem Map-Piece fängt man ja an. Und wir haben jetzt noch ein zweites gefunden, deswegen haben wir jetzt zwei. Ich soll es mir abgewöhnen, einkaufen zu gehen. Schon wieder ein Game durch. Ja, Babsi war halt wirklich kurz. Ach so, ja, an der Stelle, ne? Wenn du jetzt wieder da bist, vielleicht möchtest du ja mitmachen. Es läuft gerade wieder ein Giveaway. Diesmal ist es Mini 4 Boy, ein Japan-exklusives Rennspiel, wo wir gerade beim Thema waren. Ja, ganz, ganz toll. Ganz tolles Game. Ich habe es noch nie gespielt. Ja, man kann es immer schlecht erkennen. Aber ja, es ist in Japan only. Ausrufezeichen Ticket, wenn man mitmachen möchte. In Deutschland allerdings nur. Wobei der Gründer von Entenhausen, Emil Erpel, war, dem man dem Namen nach eigentlich Erpelsburg zuordnen würde. Ja, siehst du, kein Wunder, dass man da so durcheinander kommt. Wie klingt das, wenn du ein Leben verlierst? Das haben wir vorhin schon gehört. Da bist du wohl zu spät gekommen. Da haben wir da neu gestartet. Ja, wir haben jetzt, das Geld, das man in der Stage sammelt, das nimmt man dann mit. Und das hat man dann zur Verfügung. Und da kann man sich dann diverse Dinge für kaufen. Und interessant ist, dass ein Continue Globe, das dir ja ein Continue gibt, so würde ich jetzt mal vermuten, weniger kostet als ein Leben. Okay. Das heißt, wir kaufen uns einen Continue Globe. Den Save, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der Save bedeutet, dass wenn du Game Over gehst, dass du aber trotzdem dein Geld behältst. Was ich eigentlich ziemlich cool finde. Und für 50.000, das ist geschenkt. Playing it safe. Und der Cake, den kann man, glaube ich, jederzeit in einer Stage einsetzen und wird dann halt voll geheilt. Ich vermute, dass das für Bosse ziemlich cool ist. Deswegen kaufen wir den auch. So, jetzt haben wir nur die drei Items. Und ja, wenn wir Geld über haben, würde ich mir halt immer ein Leben kaufen. Let's go. Where to? Seit dieses Game gezockt wird, habe ich die Titelmelodie der Serie im Kopf. Ja, das war ja auch die Titelmelodie hier im Menü. Weil ich es ziemlich cool finde. Das hört sich nämlich auch in 8-Bit-Versionen sehr cool an. Ja, was haben wir jetzt? Man sieht das jetzt hier, dass wir das alles gemacht haben. Wir gehen nach zu den Niagara-Fällen als nächstes. Da gibt es zwar keinen
Stern, der dir die HP-Leiste verlängert, aber wir brauchen eine Fähigkeit von hier, damit wir in, ich glaube, Schottland die das entsprechende Item finden können. To get across, you'll have to jump from log to log. Legends say, says the fabled crystal flower that blooms only once every 1000 years is on the far side of the falls. Be careful! Flintheart Glomgold is after the crystal flower too. Do you want to go there? Yes! Ey, die Musik, oder? Ich finde die so gut. Oh! Hab ich den nicht erwischt? Ja, Geld, wie gesagt, hat auch eine Bewandtnis. Kann man sich mitnehmen. Das war mir im ersten Teil immer scheißegal. Wir reden mal mit dir. Hi, Uncle Scrooge. There are some floating logs up ahead. If you want to move them, just hit the side wall with a golf swing. Golf swing. Was ist da oben drin? Ja, okay. Nichts Sinnvolles. Follow the signpost to get to the secret treasure. Ja, 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 ja. Machen wir nicht. So, hier am Wasserfall vorbei. Das ist gar nicht mal so leicht, weil man hier auch Slowdowns hat und das teilweise gar nicht so leicht ist, das zu timen. Man kann hier diese Blöcke schieben. Und wenn man dann hier hochgeht, dann ist hier oben, sind die X-Ray-Glases mal wieder versteckt. Die mir eigentlich auch relativ egal sind. Und dann kann man hier übers Dach, das kennt man auch aus dem ersten Teil, da kommt man sehr häufig über die Decke laufen. Und hier muss man das machen, um zum Map zu kommen. You found a piece of the map. Oh oh. Wir sind eingesperrt. Aber, wie heißt der? Bam Bam heißt der nicht, ne? Keine Ahnung, wie der heißt. Be careful, Uncle Scrooge. One of the treasure boxes is a trap that can lock you up. Danke für den Hinweis. Wir haben es gemerkt. Auf jeden Fall, ja, keine Ahnung. Werden wir hier kurz eingeschlossen, aber sofort befreit. Nettes Cinematic. Wie wir hier sehen, haben wir immer noch keine Power-Items. Das wird sich gleich ändern, hoffe ich, wenn ich nicht sterbe. Denn hier zum Beispiel, wir können das hier gar nicht öffnen. Kommen wir nicht ran. Da brauchen wir dieses Power-Item für. Und hier sind diese Logs. Von denen immer alle sprechen. Buba. Stimmt, Buba war das. Vielen Dank. Und hier ist, ist das Daniel Düsentrieb? Nee, oder? Doch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. Thanks, Uncle Scrooge. Here, take this iron adapter. You can use it on things that wouldn't break with a normal pogo jump. Ja, also wir haben ihn gerettet, so sagt man. Aber wir lassen ihn einfach zurück. Mir doch egal. Ja, hier haben wir jetzt als Power-Item. Das ist jetzt das Perma-Upgrade. Und wir müssen halt jetzt hier zurück. Wenn Dagobert der Onkel eines Steinzeitmenschen ist, wie alt ist er denn dann? Der ist also das habe ich mir ja auch häufiger mal gefragt. Der muss ja schon eigentlich ziemlich alt sein, oder? Es ist so eine Zeitreisensache, weil ich glaube, Zeitreisen haben die auch hin und wieder mal gemacht. Okay, das hat gut funktioniert. Zeitreisensache und keinerlei Blutsverwandtschaft. Da haben sie es einfach gemacht.
Daniel Düsentrieb ist auch nicht verwandt mit Dagobert. Warum ihr Onkel gesagt wird, weiß ich nicht. Ja, der heißt ja immer Onkel Scrooge, ne? Onkel Dagobert. So nennt ihn ja irgendwie jeder, ne? Auch irgendwie komisch. Hab ich als Kind nie drüber nachgedacht. Ja. Das, was Fugu sagt. Der trinkt nur das Andrenochrom seiner Neffen. Ja, der ist schon fit. Ich glaube, hier, ich könnte nicht mit so einem Pogo-Stab hier so rumspringen durch Darmstadt. Immer von Herr Duck. Mhm. Dann weiß ich es auch nicht, aber vielleicht ist das dann so eine Ami-Sache. Weil, ich meine, Onkel Scrooge zu Onkel Dagobert ist auch irgendwie eine interessante Übersetzung. Also, was Übersetzung, aber Anpassung. Oder Japan, okay. Interesting, wie man in Japan sagt. Ich glaube, diese Blöcke lasse ich mal weg. Ich gehe einfach hoch. Ich meine, was bringt es mir, auf ein Leben zu sparen, wenn ich dabei ein Leben verliere? Denkt mal drüber nach. Slow down! Okay. Ja, Unverwundbarkeit braucht man. Oh. Braucht man hier nicht wirklich, aber haben besser als brauchen. Okay. Ey, manche Sprünge sind wirklich ein bisschen tight. So, Boss Time. Wir machen den auf sicher Basis. So ist die Hoffnung zumindest. Nein, und ich baue Scheiße. Okay. Wir müssen uns jetzt raffen. Ich darf hier nicht sterben. Also ich sollte hier nicht sterben. Das wäre dumm. Einfach ausweichen. Wir können ihn zwar hier mehrfach treffen, aber es ist zu gefährlich. Zumindest war er als junge Ente beim Goldrausch am Klondike dabei und das war Ende des 19. Jahrhunderts. 150 Jahre, Alter. Dafür hat er sich gut gehalten. Wahrscheinlich, weil er keine Frau hat. Haha. Geizhals. Okay. Moin, saftig Obst. Nein, nein, nein. Ich räume den nicht leer, wir teilen ihn uns. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Dagobert Duck basierend auf den Hinweisen aus den Comics und der Serie etwa 120 Jahre alt sein könnte. Diese Zahl ist jedoch spekulativ und variiert je nach Quelle und Kontext der jeweiligen Geschichte. Verstehe. Es ist ja bekannt, dass Enten wesentlich älter werden als Menschen, ja. Das ist richtig, die stammen ja von den Schildkröten ab. Ja, wir machen das hier auf Sicherheitsbasis. Kein Risiko eingehen. Das ist kein Speedrun. Niagara Falls Pocket Edition. So, jetzt haben wir wieder Money. Und ein weiteres Kartenteil bekommen. Ja, und da wir keine unserer Items verbraucht haben, müssen wir auch kein neues kaufen. Natürlich kann man sich jetzt fragen, macht es nicht Sinn, sich immer Geld zu sparen für ein weiteres Continue, falls man eins braucht? Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich weiß nicht genau, wie der Safe funktioniert. Deswegen kaufe ich mir hier lieber jetzt von meinem Geld ein Leben. Im englischen Original, Whack a Weasel ist ein... Was? Der Whack Weasler ist ein Charakter aus der DuckTales-Serie. Whack Weasler ist ein hinterhältiger, gerissener und ziemlich gefährlicher Bösewicht, der in verschiedenen Episoden der Serie auftaucht.
Er ist bekannt für seine kriminellen Aktivitäten und seine wiederholten Versuche, Aquaman Duck und seine Familie. Was? Erzähl doch nichts! Das hast du doch gerade erfunden! Ist das wirklich so? Das stimmt, dass Enten von Schildkröten abstammen. Damals, zur Zeit der Piraten, evolutionierten einige Schildkröten zu Enten und flogen gern zum Ausruhen Schiffe an. Daher stammt auch der Ausdruck Enten. Ich mag deinen Humor. Ey, wie trocken auch, weißt du? Die Leute glauben das. Zu Recht. Ja, wir gehen nach Schottland. Wow, this ancient castle is ruled by an evil sorcerer who guards a secret treasure known as the Lamp of Eternity. Do you want to go there? Yes! Ja, hier in dieser Stage gibt es auch ein Powerstern oder wie man auch immer ihn nennen möchte. Deswegen gehen wir jetzt hier hin. Aber man braucht halt diesen Power-Adapter für seinen Pogo-Stick. Wir gehen einfach mal hier durch. Boah, das war knapp. Ja, hier, wie man hier nicht getroffen wird, ich habe keine Ahnung. Ja, doch, eigentlich habe ich Ahnung, aber es ist schwer. Deswegen versuche ich es erst gar nicht. Okay, das habe ich gut gemacht. Kann man nicht meckern. Also ich muss hier oben gar nicht hin. Fällt mir gerade ein. Aber ich mache es trotzdem mal, weil vielleicht... Oh doch, das ist gut. So, hier gibt es eine versteckte Kiste. Da muss man einfach nur dagegen springen. Dann kann man hier hoch. Und dann gibt es hier auch schon den Powerstern. Second Youth Pocket Edition. This will give you a little bit more energy. Ja, wir haben jetzt 5 und das ist das Maximum. Aber generell muss man sowieso hier hin, denn hier unten geht es weiter durch die Wand. Und da kommt man dann ultimativ zum Kartenteil, wenn man sich hier durchfallen lässt. Und dann hier runter, hier hoch, zack. Und hier ist jetzt genau diese Stelle, wo man den Pogo-Stick-Adapter braucht, um hier reinzukommen. Und dann hat man das hier. Ich habe gefragt, ob ChatGPT die Wahrheit sagt. Es scheint, dass es bei meiner bisherigen Antwort ein Missverständnis gab. Der Charakter Waxweasel existiert nicht in der DuckTales-Serie. Weder in der Originalserie noch in der Neuauflage. Ja, aber du hast ja Waxweasel geschrieben. Weiß nicht, aber gut, vielleicht, Also ich meine, dass mein Name da drin nicht vorkommt, das habe ich mir schon gedacht. Aber das wäre schon ein witziger Zufall. So, jetzt haben wir dieses Teil, aber wir sind ja noch lange nicht fertig, denn wir müssen, also es ist noch lange nicht fertig, wir müssen noch den Boss besiegen. Oh. Andererseits, sonst kommen wir sowieso zu keinem Ending. Da hat die KI mal wieder halluziniert. So heißt das, glaube ich. Aufgrund Dagoberts hohem Alter hat sich der Begriff des Ruhestands im allgemeinen Sprachgebrauch auch zur Rente. Oh, ich komme hier nicht durch. Zur Rente entwickelt. Okay, wir holen uns hier das ganze Geld. Ich glaube, man kann ja auch von der anderen Seite kommen. Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Oh, nicht getroffen worden. Nice. Ich sag's, wie es ist. Ey, so manche Passage ist nicht so einfach.
Ey, weißt du, wenn du verlierst ein Leben, das kostet 800.000 Geld. Wow, das war knapp. Ich glaube, hier ist wieder nur die Anzeige, wie viel wir noch. Ja, das interessiert mich überhaupt nicht. Lass mich in Ruhe, ey. Level Design im Übrigen nicht weit weg vom NES-Teil. Fandest du, also, ich meine, gut, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber ich fand, beim ersten Teil waren die Unterschiede jetzt auch nicht so groß. Also leben reiche Menschen länger, deshalb kann Dagobert Duck auch so alt sein. Ja, ich glaube, das ist so. Weil man sagt ja auch, glückliche Menschen leben länger und man kann ja mit Geld offensichtlich Glück kaufen. Und ja, dann gibt das auch irgendwo Sinn. Ich sag's wie es ist, ey, dieses Spiel ist leichter, wenn man mit Safe State spielt. Weil man da nie so diesen Druck im Nacken hat. Nein! Alter! Boah! Warum ist das so schwer? Ich warte! Ey, du hörst nix, ey, ich mach extra laut! Ja, ey, Kacke! Alter! Hau ab, du Gegner! Kann ich nicht gebrauchen. Ey, halbes Mega Man hier mit diesen Plattformen! Boah! Kürzlich erst das Wie besorgt, muss ich noch schlagen. Ja, ey, eigentlich. Ist das. Also, das ist schwer zu sagen. Also, ich habe halt den ersten Teil so oft gespielt im Leben, dass ich ihn halt ziemlich einfach finde. Deswegen würde ich jetzt so sagen, dieser Teil ist schwerer. Aber die Schwierigkeit kommt halt mal wieder daher, dass du eigentlich keine Continues hast. Ich meine, du kannst dir welche kaufen. Ich habe auch eins gekauft. Ich weiß aber nicht genau, was das bedeutet. Ich habe es nie getestet. Was ich da behalte und was ich mir nochmal holen muss danach. Und ob es realistisch ist, dass man danach wieder sich eins kauft. Oder ob das wirklich nur ein Continue ist. Aber grundsätzlich finde ich, hier gibt es mehr Passagen, wo man einfach in den Abgrund fallen kann. Und halt instantan stirbt. So, das gab es im ersten Teil, glaube ich, gar nicht so häufig. Klar gab es das auch. Aber ich glaube jetzt nicht so extrem häufig. Guck mal, diese Sache hier zum Beispiel. Ich muss auf den... auf hier und gucken, dass ich nicht zu hoch abspringe, sonst knall ich oben an die Decke, an die Stacheln. Das gab's, sowas gab es im ersten Teil nicht. Ey, vielen Dank, Dan. Vielen lieben Dank. So, aber wir sind beim Boss. Der Sorcerer. Der taucht immer links oder rechts auf und macht dann irgendwas. Hoffentlich nicht den Blitz, weil da trifft er mich häufig. Er kann auch einen Wirbelwind machen, der ist leichter auszuweichen. Aber ist auf jeden Fall ein super gutes Spiel, Chili. Ey, spiel das. Hat ein bisschen mehr Tiefgang. So, Scotland. Tja. Wahrscheinlich gibt man sein Geld aber aus. Nur mal die Zeit dafür finden, ja. Klar, wenn man das ein paar Mal gespielt hat oder so, ist das schnell durchgespielt. Aber man muss ja erstmal ein bisschen das Spiel kennenlernen. Das braucht schon seine Zeit. Die Musik kann auf jeden Fall mithalten, finde ich. Also, ich finde die sehr gut. Bisher in jeder Stage war die sehr gut. Gefiel mir außerordentlich.
Where to? Wir gehen nach Bermuda. Willkommen im Gewinnspiel Landgraf. This might be the Burger Pirates. The ship was carrying the farmed jewel, the mermaid's teardrop. Do you want to go there, Uncle Scrooge? Yeah. Ey, der Regeneffekt, oder? Ich meine, erstmal gar nicht so beeindruckend, aber das prasselt da unten auch noch, ne? Auf dem Boden, das ist schon ziemlich cool. Ja, in dieser Stage kann man wieder ein dauerhaftes Upgrade bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das Pflicht ist, aber wäre schon gut, wenn man sich's holt, denke ich. Generell, also hier rechts ist so ein Fass, da kann man nicht vorbei. Da ist dann am Ende der letzte Boss. Das heißt, diese Stage muss man dann nochmal, hier wird man nochmal reingeworfen. Das ist ähnlich wie bei Transsilvanien im ersten Teil. Alles klar, Lord Knatterfly, viel Erfolg. Schön, dass du reingeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Was soll die Ente in Bermuda? Ja, weiß ich nicht. Also, Bären waren damals ja in der sogenannten Entezeit, Erntezeit, waren die ja, also war der Bär der natürliche Feind der Ente. Und ich sag mal so, der Bär war kurz vor vom Aussterben. Gibt es auch so eine random Storyline, in der man dreimal in die Höhle oder das Castle muss. Ja, also hier muss man, ja, gibt es. Ist alles nur so Peanuts, die hier rumliegen. Was will ich denn mit $17,000? Ey, das ist ja nix. Okay, hier kann man so mit solchen Schaltern, kann man Puzzle lösen, wenn man das möchte. Aber ich gehe runter. Wir gehen den direkten Weg. Hier muss man das gleiche machen, was wir schon mal gemacht haben. Nur anders. Ey, hier gibt's auch... Also die Stelle hier gleich ist so unfair, finde ich. Ich hoffe, ich werde nicht sterben. Aber es ist sehr wahrscheinlich. Das war schon mal falsch. Okay, es hat noch geklappt, aber oh mein Gott, die Stelle, ich habe so Angst davor. Wir haben gerade die Zeit gestoppt, deswegen war das kein Problem. Aber wenn wir die Zeit nicht stoppen, wir müssen da gleich nochmal dran vorbei. Ne, wobei, Moment, wir können das cheesen, glaube ich. Dann kommt da nämlich ein Gegner von unten hochgesprungen. Und wenn das passiert, dann stürzt du halt ab. Das Twitch-Money steigt dir zu Kopf. Ja, ist wirklich wahr. Ey, Chili, ich hab erst gar nicht verstanden, was du meintest mit, du willst, dass sie, dass du irgendwas voll haben willst mit, so, ne? Und dann habe ich aber gesehen, du meinst in dem Pausenscreen auf der linken Seite, dass du da überall stehst. Schlau! Mal eben im Vorbeigehen das Jahresnettogehalt von vielen Arbeitnehmern eingesammelt. Ja, aber du weißt ja auch gar nicht, wie die Inflation hier ist. Du weißt ja gar nicht, was das alles kostet. Ich meine, Enten ernähren sich ja überwiegend von Bären und Brot. Ja, und das beides nicht ganz so günstig in Entenhausen oder hier jetzt halt in Bermuda. Die Leute leben dort alle von der Shorts-Produktion. Und die Nachfrage ist gesunken. Nein! Nein! Ich bin so dumm, ey! Scheiße, kann ich die respawnen lassen, bitte? Nein! Nein! Was? Das geht nicht? Bin ich jetzt tot? Oder komme ich da mit den Viechern hier hoch? Nee, die springen mir ja nicht ins Gesicht. Also, die springen ja nur ganz am Anfang. Oh nee, was mache ich denn jetzt? Kein Brot für Enten. Enten können kein Brot verdauen. Das, was Sol Solo sagt, ist entspricht der Wahrheit. Das soll kein Aufruf gewesen sein zum Füttern von Enten mit Brot. Bitte unterlass das. Denn hier gibt es wieder eine Map.
So, jetzt habe ich gerade ja gesagt, dass wir gleich Probleme haben werden. Und das stimmt. Es sei denn, wir verlassen das Level und betreten es neu. Generell kann man hier dann, glaube ich, Geld farmen, oder? Nicht viel halt. Es dauert sehr lange. Bei $27.000? Finde ich jetzt auch ein bisschen schwach für so einen Stundenlohn. Genau, hat nichts mit dem Spiel zu tun. Das weiß ich nicht, ob es ein Geld-Achievement gibt. Es war nur, dass man hier halt, man kann am Ende eines Levels mit dem Geld kann man sich Sachen kaufen. Zum Beispiel den Cake. Damit kann man sich einmalig in einem Level voll heilen, glaube ich. Der Safe, ich bin mir nicht ganz sicher, was der macht. Ich glaube, wie gesagt, wenn du Game Over gehst, behältst du dein Geld, das du aktuell hast? Oder wenn du dein Leben verlierst? Ich weiß nicht genau. Continue Globe, man hat halt ein Continue und das sind extra Leben. Ich sag nur, wenn man Geld farmen könnte, dann könnte man theoretisch auch Leben farmen. Aber das würde halt sehr lange dauern. Weil 800.000? Schon teuer. Aber wir können ja mal gucken, was man hier so kriegen kann, bis man bei dem Hannes ankommt. Mir war es jetzt nur wichtig, dass dieses Zeitstopp-Item wieder da ist, wenn wir zu dieser einen Stelle kommen. Hier hinten war noch was. 12.000. Hier war, glaube ich, auch noch ein bisschen was. Aber nur so Kleingeld. Hier war noch ein bisschen was. War hier drüben. Auch noch irgendwas. Das brauche ich nicht. Nein. Oh, was war hier links noch? Hier waren wir noch gar nicht. Oh, Hallöchen. Was bist du denn? Okay, hier gibt es irgendeinen Trick scheinbar. Kann man das immer wiederholen? Ich glaube ja. Also ich weiß es nicht. Aber ich glaube, man kann Level auch betreten, wenn man schon den Boss getötet hat. Also selbst wenn wir jetzt den Boss töten, dann versuche ich das. Ich schwöre, ey. Ey, den Cheese lasse ich mir nicht nehmen. Ich kann das nicht liegen lassen. Die Wissenschaft verlangt das von mir. Oh, noch so ein Puzzle. Die Herausforderung nehme ich gerne an. Das ist schwieriger als Boxel. Hat sich gelohnt. Na? Ey, diese Kamikaze-Mäuse da, was machen die? Ja, hier kommen wir jetzt nicht durch gerade, weil wir das entsprechende Item nicht haben. Da oben gibt es aber, soweit ich weiß, nur Punkte. Wir können ja mal reinlunzen, aber ich glaube, man muss da nicht hin. Denn hier ist wieder Daniel Düseltrieb. Und sagt uns ja, hi, take this hammer adapter. You can use it to break things. Ich habe leider übersprungen. That a golf swing normally wouldn't. Ja, wir haben jetzt hier das zweite Power-Item. Ja, gut, wir haben ja Zeit. Komm, wir schauen mal rein. Jetzt können wir hier durch.
Und da oben sind offensichtlich Schätze, die wir halt nicht brauchen. Aber was ist hier hinten? Okay, es sind auf jeden Fall viele Gegner. Okay. Wow. Ey, das hat sich gelohnt. Dann versenken wir dieses Schiff. Oh oh. Okay, toll. Toll, toll, toll. Naja. Jetzt wissen wir das auch. Und können gemütlich reinen Gewissens zum Boss schreiten, der hier in der Nähe sein sollte. Als ob man hier nicht irgendwo in die Wand könnte. Ich kenne die ganzen Geheimnisse nicht. Ich kenne nur die direkten Wege zu den Bossen. Boah, will ich das hier machen? Das sieht sehr lang aus. Was soll ich da überhaupt machen? Kann ich erstmal die kaputt machen? Die stören sowieso. Was ist das? Muss ich irgendwas machen? Also muss ich das irgendwie... muss ich irgendwie vorbereiten? Oder komme ich da jetzt dran? Okay. Interessantes Rätsel auf jeden Fall gewesen. Gut, dann gehen wir mal zum Boss. Fuck you! Okay, aber dadurch, dass wir so viel Leben haben, oder auch generell, wir hätten es auch so geschafft, kann man da ein paar Treffer kassieren. Bermuda Pocket Edition. Und jetzt gehen wir nochmal nach Bermuda und schauen, ob wir das Leben wieder bekommen können. Das wäre ja ein cooler Trick. Weil dann kann ich mir das Geld ja sparen. So, ab nach Bermuda. Mir hat es da so gut gefallen. Der Regen ist so schön warm. Also das würde man halt dann nur machen, irgendwie kurz bevor man Game Over ist oder so. Ich werde jetzt nicht da auf 9. Wobei, ich glaube gesehen zu haben, dass es ein Achievement gibt für 9 Leben. Aber muss ich jetzt heute nicht holen unbedingt. Aber hier wäre es sehr leicht möglich, theoretisch zumindest. Mal schauen, ob es wirklich der Wahrheit entspricht. Tut es! Okay, Spiel durchgespielt. Also noch nicht wirklich, aber ich sag mal, Spiel ausgedribbelt. Okay, nice. So, jetzt müsste uns nur noch ein Map-Teil fehlen. Und wenn wir das haben, dann kommt man leider automatisch in diese Spezialstage. Man wird aus der aktuellen Stage rausgeschmissen. Das ist Kacke! Ja, ein bisschen cheesy ist es auf jeden Fall. Kann man nicht an... Aber ich habe es ja nicht ausgenutzt. Noch nicht. Ich habe es ja erstmal nur verifiziert. Und jetzt schauen wir mal, wohin die Reise geht. There, a mysterious stone plate with great magical powers can be found. Do you want to go there? Yes. Ja, wir sind auf den Osterinseln oder so. Okay, hier muss man sich so rüber katapultieren. Yo, Lord Helmchen!
Ja, mit dem Eismann kann ich heute leider nicht dienen. Ich hoffe, es ist okay, wenn du mit mir Vorlieb nimmst. Ja. Wie gesagt, wir brauchen hier die Map. Okay, das brauche ich nicht. Mal gucken, ob ich das hier First Try hinbekomme. Ich nehme so meine Probleme mit. Auf das Ding hier drauf zu springen. Yes! Okay, hat funktioniert. Das hat eine komische Hitbox. Gleiche müssen wir jetzt hier nochmal machen, aber hier ist es leichter, wenn es auf einen zukommt. So, und hier dann nach oben. Was ist hier eigentlich? Du? X-Ray Glasses. Bringt mir überhaupt nichts, weil wir gleich aus der Stage rausgeschmissen werden. Naja. Ist okay. Und rüber. Und Unverwundbarkeit. Ja, dann brauchst du auch hier keine Gegner platzieren, wenn du eh Unverwundbarkeit da kurz vorher... Naja, egal. So, hier. Map. Map collected. Pocket Edition. You found a piece of the map. Und ja, man wird automatisch rausgeschmissen. Dank für nix. You've gotten 6 pieces of the map. Optionaler Task für Good Ending. Yay! You finally got all the pieces. Great Scott? Judging from this map, the great treasure of MacDuck is in the basement of the castle in Schottland. Yo, der krasse Fiese. Ey, mir geht's sehr gut. Am Anfang, ich hatte heute ein bisschen Kreislaufprobleme, aber mittlerweile geht alles irgendwie alles wieder easy. Wie geht's dir? Und moin, Grex. Hallöchen. Schön, dass du noch reinschaust. We were just in. Was? Uncle Scrooge, let's go back and find it. Ich habe wahrscheinlich irgendwas übersprungen. Okay, wieso kann ich jetzt was kaufen, bevor wir reingehen? Es ist halt eigentlich total dumm, 800.000 für ein Leben auszugeben, dass du innerhalb von einer Minute dir grinden kannst. Also das mache ich nicht mehr. Letztes Jahr hatte ich auch öfter mal Kreislauf, eventuell liegt es am heißen Wetter. Ja, definitiv. Also ich bin auch einer, der viel zu wenig Wasser trinkt. Ich muss das mal in den Griff kriegen. Ja, ich soll ja auch nächste Woche dann wieder ein bisschen erfrischender werden. Da freue ich mich drauf. Und hier sieht man ja auch im Overlay, der Wetterbericht behauptet ja auch, dass es heute noch regnen wird. Da freue ich mich drauf. Außer der Gluthitze ist alles prima, ja. Brauche ich auch jetzt nicht so hart. Ja, das ist es nämlich, Tara, ne? Prost, das ist Wasser. Schwarz gefärbtes Wasser. Von Pepsi. War heute anderseitig beschäftigt. Hatte Besuch. Ja, das ist doch schön. Wart ihr schwimmen gewesen? Oder habt ihr irgendwas gemacht, was die Hitze erträglicher gemacht hat? Schwarzes Wasser, bestes Wasser. Ja, das ist wie gesagt so ein optionales Level. Das sieht man nicht, wenn man die Karten nicht holt. Hier gibt es auch keinen Boss, sondern hier gibt es nur diesen Spezialschatz, der dazu führt, dass man ein gutes Ending bekommt. Neue Belohnung. Wasser ist billiger und nur bei hohem Einsatz von Kanapunkten gibt es Cola. Ja? Ey, gar nicht mal so blöd, Tara. Gar nicht mal so blöd. Das werde ich auf jeden Fall mal verfolgen, diese Idee. War nur beim Griechen zum Essen. Oh, ey, beim Griechen würde ich auch mal wieder gern essen. Ansonsten in der Wohnung versteckt. Ja, es klingt zwar
in Anführungsstrichen langweilig, ist aber, glaube ich, wirklich nicht das Dümmste, was man machen kann. Boah, der Sprung ist heavy. Also nicht der, sondern der. Boah! Man muss ja halt immer weitergehen. Wenn du das nicht weißt, wirst du ja auf jeden Fall ein Leben verlieren. Das ist Kacke. Boah, griechisch. Griechisch! Würde ich auch gerne mal wieder echen. Ja, in dieser Stage hier gibt es ein paar Spezial-Items wie das hier. Das gibt es sonst nirgends, glaube ich. Der Super Pogo, das Super Pogo Attachment. Klingt erstmal cool. Now you can jump extra high. Aber es ist temporär. Von daher, ja, danke für nix. Also weiß ich nicht. Okay, da oben gab es noch was. Jetzt habe ich es aber verkackt. Okay, das nehme ich. Ich sehe das, dass man hier nach links kann, aber ich möchte mich hier ungern verlaufen. Deswegen laufe ich den Weg, den ich kenne. So gut es geht. Hier unten ist doch bestimmt irgendwas Verstecktes. Och, ich hab doch gedrückt, ey! Ja, das, genau. Ich meine, dass man über das, über diese Map-Teile zu einem guten Ending kommt, okay. Aber ich hätte jetzt so noch ein viertes Power-Item. Mir fehlt noch ein Power-Item. So ein viertes Power-Item, das man nur bekommt, wenn man alle 6 Map-Teile hat, hätte ich jetzt auch ganz cool gefunden, muss ich ehrlich sagen. Aber naja, man kann nicht alles haben. Hier. Man bekommt die Bossmusik, aber das Einzige, was es hier gibt, ist der Schatz. Und da wir ja gerade aus dem Level geschmissen wurden, namens Mu, müssen wir jetzt wieder nach Mu. Ja, was mache ich? Aber ich kann ja auch mit dem Geld sonst nichts machen, ey. Dann kaufe ich mir ein Leben. Rein da. Überleg gerade, ehrlich gesagt. Wenn es wirklich einen neuen Leben-Achievement gibt, dann muss ich das, glaube ich, jetzt holen. Weil nach Mu kommt man, oder nach Mu, kommt man automatisch nach Bermuda zum letzten Boss. Das heißt, ich glaube, ich werde mir jetzt hier noch ein neuntes Leben holen. Ja, ich glaube, das soll auch dieser untergegangene Kontinent sein. Das ist ja das Ding in der Mitte. So, neuntes Leben, gib mir. Weil ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann Bock habe, das Set zu mastern. Einfach weil das Spiel Spaß macht. Und so eine Zusatzchallenge auf schwer und so, ich glaube, ich fände ich ganz cool. Aber ich glaube, ich hätte keinen Bock, dann nochmal auf neuen Leben zu grinden. Deswegen, wenn ich jetzt schon so nah dran bin, mache ich den Sack zu. Ich bin führender Experte für den unrelevanten Stuff. Das sind wir doch irgendwo alle. Also ich meine, man kann ja über Retro sagen, was man möchte, aber irgendwo, also es erlangt ja auch wieder so ein bisschen Relevanz, ne? Aber das ist eine sehr spezielle Zielgruppe. Richtig relevant ist das ja alles auch hier nicht mit dem Gameboy und so. Ist das, dass ich versuche, alle Gameboy-Spiele durchzuspielen, irgendwie relevant? Ich glaube nicht. Außer für mich selbst vielleicht. Alles klar, Efi, dann hoffentlich bis gleich. Ich denke, dass wir da noch nicht fertig sind. Aber vielleicht sind wir gerade bei der Abmoderation oder so. Aber ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Okay, ja. Another Kitty Duck. Nice. Haben wir das auch noch mitgenommen? Dann können wir das Level jetzt verlassen. Kommt das Maschinengewehr wieder geflogen. Aber man kann immer noch Leben kaufen. Ist auch interessant. Naja. So, ab nach Mu. Mu. Ja, weil wir brauchen alle Schätze.
um halt zum letzten Boss zu kommen. Und die Kartenteile, die wir jetzt geholt haben, reichen nicht. Und deswegen jetzt hier nochmal rein und hier den Boss noch klatschen. Das läuft doch ganz gut. Ja, Geld brauche ich auch keins mehr. Ja, also ich habe ja eingangs gesagt, das Spiel ist recht schwer und es gibt ein paar Passagen in den Leveln, die sind schon nicht so trivial, aber dadurch, dass man ja sich einfach immer wieder Leben holen kann, macht es dann doch wieder ein bisschen leichter. So, wir haben, uns fehlt noch ein Power-Item, wie ich ja schon gezeigt habe. Hier ist Daniel Düseltrieb. Armored to the teeth. Take this power adapter, Uncle Scrooge. This will help you pull the things that you couldn't before. Und im Grunde, jetzt über den Weg, den ich gelaufen bin, braucht man diesen Adapter genau für einen Fall. Und zwar, um hier wieder rauszukommen. Also ziemlich unnötig, möchte ich mal behaupten. Immer wenn ich das mache, verpasse ich das Ende. Ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich in den meisten Fällen nicht eine genaue Aussage treffe, wie lange ein Spiel ungefähr noch dauert. Okay, das ist natürlich jetzt eine witzige Aussage mit einem... egal. Auf jeden Fall, wenn ihr euch dann bewusst entscheidet, nochmal zu gehen, dann ist das Risiko. Ja. Euer Risiko, das müsst ihr tragen. Ey, wir brauchen kein Geld. Ist mir alles egal. Okay, was sagst du mir noch? Something is written on the floor. Sink a stone into the sea and the city will appear. A stone? Even if we had one, where would we sink it? Ehrlich gesagt, ich weiß, dass es hier noch ein Puzzle gibt, aber ich habe das nie gemacht. Man kann... Wenn man das Puzzle richtig löst, kann man das Wasser steigen lassen. Hier kann man das erahnen, weil hier geht ja irgendwie, oder kann es ablassen? Ich weiß es nicht genau. Hier kann man ja erahnen, dass da unten die Kette weitergeht und dann kann man da noch irgendwelche Schätze finden. Habe ich mich noch nie drum gekümmert, was da passiert. Ein Hoch auf VOD, Wax Tube. Ja, da kommen immer zeitnah, kommen da die VODs. Da musste ich mich auch mal selber loben. Ne, hier gibt's so ein geheimes Puzzle, das genau dafür da ist. Wie war denn das nochmal? Ich glaube, ich muss den einen ganz nach links schieben. Und den anderen nach rechts schieben. Die Mitte muss aber frei bleiben. Ja, genau. The Ascension of Legend. Ja, auch das komplett optional. Muss man nicht machen. Bin mir auch echt unsicher, ob ich jetzt dahin möchte. Aber ich mach's. Für euch. Was war denn das mit dem We Are Sinking? Ich kenne das irgendwoher. Aber ich kann es gerade nicht einordnen. Ich kann hier durch die Wand. Oh nein, ich sterbe. Ich weiß doch überhaupt nicht, was hier passiert. Ich werde hier so sterben. Okay, geil. Geil, ey, das hat... Oh, das hat aber gelohnt. Wie schaffe ich denn das jetzt? Also ich kann mich ducken, ne? Ha! Dagobert kann sich ducken. Versteht ihr wegen was? Ich komme hier nie wieder raus. Habe ich mich gerade eingesperrt? Eine Werbung für Sprachschulen? Ich meine, das mal gehört zu haben, ja. Moin, Uhu. Komme ich denn wieder raus? Ich muss vor allem mal den Gegner da hinten töten. Ruf Club Nintendo an, ja. Wäre mal eine Maßnahme. Ich habe keine Idee. Ich will mich nicht umbringen.
Ja, aber wie Wand kaputt hauen? Ich komme ja oben nicht dran. Wenn ich hier gegen die Wand haue, dann fahre ich einfach wieder zurück. Ja, also die Wand muss irgendwie kaputt gehen, oder? Ich muss hier irgendwie über die Decke, aber ich wüsste nicht, wie ich da hochkomme. Okay, ja, ich habe, glaube ich, jetzt echt verkackt. Nein, wieso? Wo kommt denn der Gegner jetzt wieder her? Welches Game wurde vor DuckTales beendet? Bubsy 2. Wir haben heute drei Spiele gespielt. Also DuckTales 2 ist das dritte. Davor war Bubsy und davor war Tarzan. Das interessiert mich nicht. So, ich glaube, hier kommt schon der Boss. Ey, der Boss ist so nervig und wir haben nur 3 Hitpoints. Das ist nämlich RNG, was er macht. Entweder schießt er seinen Arm, dann können wir gar nichts machen. Oder er holt halt solche Felsen von der Decke, die müssen wir auf ihn schießen. Dass du das, du meinst Bubsy? Bubsy, ey. Also viel Content hast du da nicht verpasst. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir ultimativ dafür gebraucht haben, aber es war nicht besonders lang. Ey, kannst du mal aufhören mit deinem scheiß Arm? Oh, Psychoterror ist das. Ja, ich muss mal aufnehmen. Separiert. Damit ich das abspielen kann. Ey, ist das dein Ernst gerade? Okay, und dann lass ich mich so... Ey, jetzt bin ich nicht schnell genug. Doch. Wow. Kann man wahrscheinlich irgendwie manipulieren, den Typ. Ey, wieso stehe ich immer genau da, wo er das macht? Ey, das gibt's doch nicht. Das ist ja ein Speedrun-Killer, wenn man das nicht manipulieren könnte. Und ich bin gleich tot. Auch nicht unbedingt geil. Okay, kann ich ihn auch nochmal benutzen? Ja, genau. Das ist doch... Ist das random, wohin das fällt? Oder ist das immer... Ich darf direkt weitermachen. Das ist nett. Ultimativ meine Entscheidung, ja. Aber es wäre auf jeden Fall schlau. Es scheint ja nicht. Das fällt ja nicht immer dahin, wo ich bin. Wo soll ich denn dann. Kann ich nur hoffen, dass es mich nicht trifft. Ey, ich schwöre, ey. Schwerster Boss. Todesmelodie ist auf jeden Fall eine andere. Ich habe jetzt gerade gar nicht hingehört, weil ich so gejammert habe. Geil. Okay. Okay, wir haben schon 3 Treffer gelandet. Das ist nicht schlecht. Okay. Das ist natürlich easy. Da haben wir Glück gehabt. Echt eine Melodie? Oh! Jawohl! Echt? Eine andere Melodie, wenn es das letzte Leben war? Da kann ich mich gerade gar nicht erinnern. Dran. Vielleicht ist mir es einfach nie aufgefallen. Vielleicht war ich nie so schlecht. So entstehen Gerüchte, ja. Kann man ja zum Glück relativ schnell ausprobieren.
Uncle Scrooge! Uncle Scrooge! It's terrible! Webby's been kidnapped! You have to rescue her! If you want Webby back, Scrooge, meet me at my ship. Oh yes! Oh yes! Be sure to bring your treasures! Ja, und jetzt kommt man halt automatisch wieder nach Bermuda. Und kommt ja auch, glaube ich, nicht mehr weg. Wobei? Nee, das ist jetzt da unten blockiert, nämlich. Das heißt, jetzt kann man hier nicht mehr die Leben farmen. Und ich muss jetzt mit den neuen Leben diesen Boss schaffen. Diesen schweren, schweren Boss. Gott steh mir bei. I've been waiting for you, Scrooge. I'll be taking those treasures now. Ja, weg sind sie. So schnell kann's gehen. Hätte auch keiner ahnen können, dass das eine Falle ist. Thank you so much for the treasures. Now let me show you something in return. Ja, es ist eine Anspielung auf Terminator. Es ist wirklich wahr. Und wenn man hier ein gutes Timing hat, ist der nicht besonders schwer. Kann man das so sagen? Okay, der war schlecht. Aber reicht. Also, war okay. Genau, das ist nämlich der D-1000. The D-1000 was defeated. But I'll have the last laugh. Ja, ja, das. I'll sink this ship and all of the treasures on board. Ich meine, nicht jeder Boss ist hier leicht. Es sei denn, du hast halt 5 Hitpoints, dann ist es schon recht easy, weil dann kannst du die meisten einfach brute-forcen. Aber wenn du nur 3 hast, musst du halt schon manchmal auch ausweichen. Ich krieg Rücken. So, nice. Da ist Webby. Wir haben sie gesnackt. Wir holen sie vom Schiff. The treasures. They all sank into the sea. Bad ending. Aye, it's too bad we lost all of the treasures. Except, it's not the bad ending. Weil wir schlau waren. But at least we've got each other. Ja. I suppose true friendship is all you really need for happiness. Danke fürs GG. Don't worry, Uncle Scrooge. Your treasure's safe. Hört, hört. Danke fürs GG. That's not all of it. Dieses Treasure-Dingens haben wir nämlich ja durch die Map gefunden. Deswegen, good ending. Look, I've got another treasure right here. Ja. Das ist die Bonus-Ending-Sequenz, die man jetzt halt bekommt. Hat sich gelohnt, oder? Nee, also ich muss sagen, also unabhängig davon von dem Ending, das mir ziemlich egal ist, hat es sich schon gelohnt, ein bisschen mehr Zeit mit dem Spiel zu verbringen, als man müsste. Denn es ist ein wirklich gutes Spiel. Es hatten zwar ein paar tricky Jumps dabei. Ich weiß, dass noch gleich Game Over kommt. Kann das bitte jetzt kommen, als Beweis, dass wir auch durch sind? Das kommt. Ja, es hat ein paar schwere Sprünge, aber dadurch, dass man ja offensichtlich eine Möglichkeit hat, sich immer wieder alle Leben aufzufüllen, ist das schon gut machbar, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, potenziell. Hä, da kommt doch noch was! Ah ja, siehst du? Da ist es! The End! Ja, Total ist natürlich geil, wenn man... Ich meine, wir haben... keins der Items benutzt, das ich gekauft habe. Also eigentlich hätte ich hier mit sehr viel Geld rausgehen können. Aber naja. So ist es halt manchmal. Dann haben wir halt nur $625.000. Dann schnallen wir den Gürtel halt ein bisschen enger. Die nächste Woche.
Yo, Pillepalle! Ja, das war Spiel 467. Wir nähern uns dem Ende, ja. No skill issue. Ey, danke für GG. Das Beste am Original war die Titelmusik. Ja, das hier ist ja nicht der Titel, sondern das Ende, Agent Doppelhoppel. Wenn wir aber zurückgehen zum Start, dann kommst du auf deine Kosten. Okay, nicht das, aber das. Das füllt den Geldspeicher nur einen Millimeter hoch, ja. Da haben wir, ne, aber ich meine, das war ja jetzt nicht, wir haben ja deutlich mehr Geld gehabt. Wir haben halt auch Geld auszugeben. Das wissen ja die wenigsten. Um Geld zu bekommen, muss man auch Geld investieren. Das war ja nur eine Momentaufnahme mit den 600.000. Das, in 10 Jahren ist das ja locker, sind das ja 620.000. Ja, das war DuckTales 2. Ich würde mal behaupten, objektiv schon auch besser als der erste Teil. Vom Gameplay her ist ja identisch eigentlich, also so von der Steuerung und so. Man hat aber ein bisschen mehr... Ja, es ist ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, hier wird es ein bisschen mehr belohnt, wenn man exploriert. Aber dadurch, dass ich das Spiel als Kind nicht hatte, schlägt natürlich die Nostalgie wieder zu. Und für mich ist der erste Teil der bessere. Oder der mir mehr Spaß macht, sagen wir mal so. Aber der Teil hier, der muss sich auf gar keinen Fall verstecken. Die haben sehr viel richtig gemacht für den Nachfolger. Und da ich ja jetzt auch gehört habe, ehrlich gesagt wusste ich das gar nicht, dass es den zweiten Teil auch fürs NES gab und das Level-Design dort abweichend ist, könnte ich mir auch vorstellen, den NES-Teil auch mal im Stream zu spielen. Immer wenn ich 2 Euro beim Bäcker ausgebe, bekomme ich 1 Euro raus und Brötchen. Irgendwann bin ich Millionär, ja. Ey, diesen Euro musst du halt sparen dann. Das ist der Trick. Und irgendwann, wenn du dann 100.000 Mal Brötchen gekauft hast, hast du 100.000 Euro. Dank mir später. Aber am Ende vom ersten kam die Melodie in der Sekunde, wo Scrooge das letzte Wort sprach. Ist das? Ja, das kann sein. Ja. Das hatte auch was. Wusste lange nicht, dass es überhaupt DuckTales 2 gibt. Ich habe das als Kind auch nicht mitbekommen. Also, was... Oder, keine Ahnung, vielleicht erinnere ich mich auch einfach nicht. Aber, ich meine, wir hatten die Spielezeitschrift total abonniert. Und ich vermute mal schon, dass das dort... Aufmerksamkeit bekommen hat, aber aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht war das schon zu spät, vielleicht habe ich mich da schon gar nicht mehr so für den Gameboy interessiert. Vielleicht war da schon Super Nintendo deutlich interessanter. Kann es sehr schwer sagen. Aber ich habe das auch super spät erst gespielt, das Game. Hat hier jemand das Remake des ersten Teils gespielt? Ja, ich auf jeden Fall. Ich habe den PlayStation 3, für PlayStation 3 habe ich gespielt. Da gab es diese unsägliche Trophy, dass man irgendwie das Spiel durchspielen muss, ohne zu sterben oder sowas. Das war... Ich glaube, man durfte einfach nicht sterben oder nicht getroffen werden sogar. No hit? Ich weiß nicht. Aber es war auf jeden Fall sehr schwer, fand ich. Es gibt schlechtere zweite Teile, definitiv. Sagt der 2 habe ich noch damals bei Karstadt in der Demostation gesehen. Okay. Ja, weiß ich nicht. Ja, war auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. Ich will nicht zu viel sagen. Und ich meine, so viele Spiele kommen ja nicht mehr. Aber ich glaube, das war... Das könnte das beste Spiel gewesen sein. Das noch übrig war. Ich glaube, besser wird's nicht. Weil selbst Super Mario Land ist objektiv bestimmt nicht besser als das hier. Den Pogo-Sprung in der Remake-Version auch hart.
Aber das weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist schon, gut, PS3, ne? Da war die ja noch aktuell, glaube ich, als ich das gespielt habe. Das ist schon ein bisschen länger, ja. Ne, Gurken kommen nicht? Ey, ich meine, das ist ja so ein Ding, ne? Wenn man sagt, du bist schlechter als DuckTales 2, dann heißt das noch lange nicht, dass du ein schlechtes Spiel bist. Ich hatte vom Remake nur mal ein Speedrun-Race bei den Raketenbohnen gesehen. Tide of the Fox war auch nur auf DOS genial. Ausgerechnet auf DOS? Die Plattformer auf DOS war gut?